wir möchten Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Dagmar Boy, ich bin die Marketingverantwortliche bei Snowflake Productions in Zürich. Wir sind eine Webagentur im klassischen Sinn. Wir machen hauptsächlich Internetauftritte, Intranets, Online-Shops, wie aber auch individuelle Webapplikationen. Uns gibt es auch seit der Hälfte der Open-Source-Entdeckung. Was wir aber uns sicherlich auf die Fahne schreiben können, wir sind die erste Schweizer Agentur, die sich im Open-CMS-Bereich betätigt hat mit Typo 3. Wir sind auch spezialisiert auf Open-Source, wir machen nur Open-Source-Lösungen. In dem Zusammenhang, wir sind an verschiedenen Standorten tätig. Ja, in der gesamten Zeit haben wir mittlerweile an die 900 Kundenprojekte, vielleicht auch 950 oder so, realisiert. Kann man nicht mehr so genau zählen. Das sind ungefähr 50 Festangestellte. Wir sind ein sogenannter Full-Service-Dienstleister. Das heißt, also wir erbringen gesamthafte Dienstleistungen in dem Umfeld, alles aus einer Hand, von der Beratung über Konzeption, die ganze Realisation, Design, Online-Marketing-Maßnahmen, wie auch Schulung, Beratung und Support und auch das Hosting der Lösungen in einem eigenen Hosting-Center. Unsere Kunden sind nationale, internationale KMUs, öffentliche Institutionen und auch NGOs. Wir selber, Snowflake, ist auch aktiv im Open-Source-Community tätig, also einmal unterstützen für die Arbeitsgruppe Digitale Nachhaltigkeit, wie auch CH Open. Und wir sind natürlich auch tätig in der Typo3-Community und bringen uns da aktiv ein. Ich möchte jetzt das Wort an Sarah Meyer übergeben. Sie wird den Kundencase des Kantons Solothurn vorstellen, die mit einer Typo3-Webseite und recht umfangreichen Funktionalitäten online gegangen sind. Ja, ich kann einfach keine Informationen zu der nächsten Volksabstimmung vom 14. Juni finden. So ging es wahrscheinlich sehr vielen Leuten, die vor dem 21. Januar die Kantonswebseite vom Kanton Solothurn besuchten. Deshalb setzte sich der Kanton folgende Ziele. Der Internetauftritt war mittlerweile 7 Jahre alt. Er basierte auf der Typo 3 Version 4.5. Das hieß, es war bald an der Zeit, dass es auf die neueste LTS-Version 6.2 abgedatet werden musste. Klar war für den Kanton aber von Anfang an, dass Typo 3 weiterhin eingesetzt wird. Zusätzlich war ihnen wichtig, dass man wegkommt von der textlastigen Webseite. Sie wollten vermehrt eine freundliche Gestaltung und vermehrt auf Bilder setzen, damit auch die schönen Seiten des Kantons zum Ausblick kommen. Dann, was natürlich auch ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, ist die mobile Nutzung. Was ebenfalls ein wichtiges Ziel des Kantons war, war eine übersichtliche Navigation. Und zwar nicht nur eine Navigation nach der Kantonsstruktur, weil dafür muss man sich mit dem Kanton auskennen. Man muss die Departemente kennen, die Ämter, die Regierung etc. Sie wollten vermehrt auf eine thematische Navigation setzen. Das werde ich später kurz vorstellen. Dann war ihnen auch wichtig, dass sie eine einheitliche Leistungsbeschreibung haben. Kantone oder auch öffentliche Verwaltungen bieten immer mehr Online-Leistungen an. Dafür gibt es einen Standard in der Schweiz, der ECH 49, der klassifiziert, wie Leistungen standardisiert dargestellt werden können. Dafür haben wir innerhalb des Projekts eine Extension geschrieben, die die Erfassung gemäß diesem Standard ermöglicht. Was auch ein wichtiger Punkt war, war, dass es relativ kostengünstig Klonseiten für Superstart aufgebaut werden können. Noch ein kurzer Einblick in den zeitlichen Projektablauf. Wir starteten das Projekt im letzten März, vor einem Jahr, mit dem Kickoff und haben dann die folgenden 2,5 Monate uns auf das Design fokussiert, wie auch zusammen mit dem Kunden natürlich den Umfang des Projekts definiert und schrieben fleißig Stories für das Product Backlog. Dann war anfangs Juni die Abnahme des Designs der Regierung des Kantons und somit konnten wir bereits im Mitte Juni mit dem ersten Umsetzungssprint starten. 2,5 Monate später hatten wir bereits die Schulung mit den Redaktionen. Bei dem Kanton waren das rund 150 Redaktoren,
die von dann an die migrierten Inhalte überarbeiteten und neue Inhalte erfassen. Parallel dazu entwickelten wir natürlich weitere wichtige Features der Webseite. Dann der Live-Gang, der große Moment war am 21. Januar dieses Jahres. Nun möchte ich auf 4 Key-Features der Seite eingehen. Dem Kanton war es wichtig, dass Dokumente sehr schnell gefunden werden können. Dafür setzten wir das Download-Center ein. Das Download-Center ist eine von Snowflake programmierte Extension, die ermöglicht, dank vielen Filter- und Sortierfunktionen ein schnelles Auffinden der Dokumente. Ich werde Ihnen jetzt kurz einen Case vorstellen, wo Sie sehen, wie das aufgebaut ist. Das Download-Center befindet sich im Header unter dem Online-Schalter. Gibt man mit der Stichwortsuche ein Wort ein, wird sofort die Resultatliste unten aktualisiert. Dann, wenn man zum Beispiel die Struktur des Kantons kennt und weiß, wo sich das Dokument, respektive in welchem Amt das sich das Dokument befindet, kann man auch über die Filter nach Bereich gehen. Zusätzlich kann die Suche weiter eingeschränkt werden, und zwar nach Dateityp. So gelangt man mit wenigen Klicks zum Dokument, das man sucht. Der Kanton setzt dieses Tool sehr oft ein. Mittlerweile umfasst es 6300 Dokumente. Dann, was ich vorher bei den Zielen angesprochen habe, ist die thematische Navigation. Es ist ja oft so, dass, also ich habe die Struktur des Kantons nicht wirklich gekannt vorher und deshalb legten sie Wert für solche User, damit sie auch die Inhalte finden. Eine thematische Navigation gliedert das Leistungsangebot von öffentlichen Verwaltungen in Unternehmen und Private. Ich werde dies gleich anhand einem Beispielscase erläutern. Und zwar ist ein Website-User auf der Suche nach mehr Informationen für die Hochschule. Der erste Weg wäre über die komplexe Navigation. Dafür müsste ich aber wissen, wo sich in welchem Amt sich die Hochschulen befinden. Um an die Informationen gelangen, braucht der Website-User dafür 4 Klicks. Geht er aber rechts über die thematische Navigation, ist er eigentlich mit 2 Klicks am Ziel. Dafür ist im Hintergrund ein Kategoriebaum in Tempo 3 aufgebaut. Also die Redaktoren mussten eigentlich lediglich die erfassten Seiten noch der gewünschten Kategorie zuordnen und dann erscheint sie rechts oben in der Navigation. Der nie schon erwähnt war natürlich das Responsive Web Design ein wichtiger Punkt in der heutigen Zeit. Was hier die Herausforderung war, wir sprechen von einer sehr komplexen Navigation. Auf der Desktop-Version kann das mittels eines Mega-Menüs dargestellt werden, was natürlich auf Mobile-Geräten nicht möglich ist. Deshalb setzten wir auf eine Off-Canvas-Navigation. Was dem Kanton auch wichtig war, dass der Fokus auf Mobile, auf die wichtigen Informationen gelegt wird. Das heißt, Zierelemente wie das Slider wurde komplett weggelassen. Hier sehen Sie das Beispiel der Off-Canvas-Navigation. Es wird dem User immer eine Ebene angezeigt und die nächste wird dann sofort nachgeladen. Dann komme ich noch zum letzten Feature, das sind die Subwebs und hier kommen auch die Schulen. Und zwar haben wir, waren früher auf der alten Webseite waren sämtliche Schulen, Museen oder andere Institutionen in die Kantonswebseite integriert. Das hatte natürlich zur Folge, dass die Navigation noch komplexer wurde und dass die Informationen sehr schlecht gefunden wurden. Im Projekt haben wir dann diese Seiten, zum Beispiel die Schulen, herausgelöst und die bekommen ihre eigene Mini-Page. Ich zeige jetzt gleich, wie das aussieht. Eigentlich ist es nur eine Kopie der Solothurner Webseite und wir haben minimale Anpassungen gemacht, wie zum Beispiel Farben oder Logos. Der große Vorteil für Schulen oder Museum ist, sie können sämtliche Funktionen, die die Kantonswebseite hat, beispielsweise das Download-Center, die News etc., können genutzt werden. Ja, wir hoffen, Ihnen einen guten Einblick in das Projekt geben zu können und für Fragen stehen wir nachher gerne zur Verfügung.